Kommen wir zu einem weiteren interessanten Gast, auch aus Liechtenstein. Es ist der Maximilian Cornelius Maria Frick. Herzlich willkommen. Herr Frick, Sie sind Chief Executive Scout von der Pfadi Liechtenstein. Ja? Und was interessant ist, Sie heissen gar nicht Maximilian Frick, sondern Ihr Pfadiname ist Eidgenosse. Wie kommt es dazu? Ja, das ist, weil meine Familie damals für Liechtenstein ein Verhältnis relativ arm war. Also ich hatte zum Beispiel auch keine Markenkrawatte von der Pfadi. Keine von Gucci, meine war nur von Lacoste. Ja, hatte ich einen schwierigen Stand. Darum haben sie sich ein bisschen lustig gemacht über mich. Die anderen Pfadler haben so gesagt, ja, du hast so viel Geld wie all die, die Gastarbeiter, die da rüberkommen zu uns aus der Schweiz. Und darum haben sie gesagt, Eidgenoss. Ja. Ist das wirklich so? Hat es in Liechtenstein wirklich so viele Grenzgänge aus der Schweiz? Ja, furchtbar viel. Furchtbar viele Billiglohnkräfte. Also, die Schweizer sind quasi unsere Mexikaner. Ja. Also, Eidgenoss, sagen, ich sehe, du hast da mega viele Abzeichen. Für richtig. Was stehen die? Richtig, also zum Beispiel die drei Sternli sind, da habe ich dreimal hintereinander die liechtensteinische Ländli-Meisterschaften gewonnen im Schnellbinden von der Krawatte. Mhm. Der hier ist fürs Bestehen von der Töffli-Prüfung. Dann da habe ich einmal das erste Mal ein Sola im Ausland geleitet, also das Grabsennen, St. Gallen. Und der hier ist für das ich ganz viel Pfadiliedlich auswendig, zum Beispiel das alte Haus von Rocky Toki. Soll ich mal? Nein, nein, ist schon gut, danke. Das alte Haus von Rocky Toki. Darf ich ganz schnell fragen, da ja. Sehr interessantes Abzeichen mit dem, das ist der Darth Vader von Star Wars. Warum der? Nein, das ist das offizielle Porträt vom Fürst. Gut, Pfadi in Liechtenstein ist ja relativ gross. Richtig. Wieso ist sie denn wichtig fürs Fürstentum? Also ich würde fast sagen, dass Pfadi da ist, was Liechtenstein noch zusammenhebt. Irgendwie. Also wir sind auch international, sind wir als Pfadi Liechtenstein sehr, sehr angesehen. Wir sind eine Art internationale Kaderschmiede. Also junge Pfadder aus der ganzen Welt kommen zu uns und bilden sich weiter. Also wir gelten quasi als ein Syrien von der internationalen Pfadi-Bewegung. Mhm. Ja. Mhm. Ist natürlich auch so, da wird nicht wirklich wahrgenommen, auch vom Fürstentum nicht, von der Fürstenfamilie aus, nicht wirklich wahrgenommen, unsere Wichtigkeit, muss man auch sagen. Dabei sind wir, würde ich natürlich sagen, die einzige Armee von der Welt, die wirklich allzeit bereit ist, oder wie wir sagen, die Liechtenstein, allzeitli bereitli. Also Moment mal, Sie sind ja, Sie sind Pfadi, nicht Armee, Pfadi. Nein, nein, wir sind die Armee. Wir sind die liechtensteinische Armee. Wir sind quasi die liechtensteinische Volksfront oder Volksfront von Liechtenstein, ganz klar. Mhm. G-I-I, 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 also, bitte, Liechtenstein, Liechtenstein. Sie haben ja, wenn ich recht, also Pfadi sind ja nicht einmal Panzer, geschweige denn Kampfflugi. Also ich brauche kein Flugzeug, ich habe ein Spatzzelt und ein Sackmesser. Ich baue Ihnen in 10 Minuten aus einem Stück Schnur, einem Albuner-Speck und einer Hilti-Schlagbohrmaschine eine funktionstüchtige Atombombe, die regendicht ist. Helio, spann den Wagen an, seht der Wind treibt Freiheit in das Land. Was haben Sie denn mit Ihrer Pfadi-Armee für Ziel? Wir haben nur ein Ziel. Der Fürst. Der Fürst Hans Adam, Herr Deville, ich danke Ihnen sehr herzlich, dass ich heute Abend zu Ihnen kommen auf Zürich ins Exil. Ja. Weil meine Chance heute nutzen darf, Folgendes zu verkünden heute Abend. Wir, Pfadi Liechtenstein, erklären jetzt live, heute am Sonntagabend im Exil zu Zürich in der Schweiz, den offiziellen Militärputsch von Liechtenstein. Es ist vorbei! Bitte, bitte, Konzentration, bitte, hallo, hallo. Sie wollen doch jetzt endlich live hier den Militärputsch verkünden. Hans Adam, es ist soweit. Das ist das Militärputschli. Wir fordern die Fürstenfamilien auf, sich ins Ausland zu begeben. Wir stehen jetzt in dem Moment mit 86 Mann. Also, Wölfli. 86 Wölfli, 5 Zelt, 3 Lagerfeuer, 18 Kilo Schlangenbrot, 9 Gitarren und eine alte Ausgabe vom Rondo Pfadli Liederbuch vor dem fürstlichen Schlössli und fordern die unterdrückerischen Kräfte auf, unser Ländli zu verlassen. Wir sind nicht allein. Eine Koalition von Jungschwarz, Efi Blauring und Jungwacht hat sich der neuen unabhängigen Republik Liechtenstein bereits angeschlossen. Die Infrastruktur und alle strategisch wichtigen Punkte sind schon eingenommen. Die Lande im Volk, die Schalen sind bereits unter unserer Kontrolle. Die Revolutionär Pfadigarde kontrolliert überdies auch die Subaru-Garage in Malbun, sowie das
Tierheim Vaduz. Der Fürst hat ab jetzt 10 Stunden Zeit, ein Land zu verlassen. Falls er sich bis morgen am Morgen um 8 Uhr noch nicht aus der Republik Liechtenstein entfernt hat, sehen wir uns verpflichtet, sofort im Schloss zu pflöckeln. Und am Fürst, während er schläft, den Finger in kaltes Wasser reinzuheben, bis er ins Bett zeigt. Widerstand ist zwecklos. Bitte. Hey, yo.